Hallo, Christian hier von Drumunity und in diesem Video geht es um Over the Barline Phrasing. Übersetzt bedeutet es etwa über die Taktlinie hinausspielen. Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn du einfache Achtelrhythmen spielst? Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wenn du deinen ersten Groove gespielt hast und möchtest in deinen zweiten Taktgroove übergehen, spielst du auf der Zählzeit 1 deines zweiten Taktes einfach keine Bassdrum. Du betonst diese 1 nicht. Du spielst nur die Hi-Hat. Die Bassdrum verschiebst du zum Beispiel einfach eine Achtelnote nach vorne auf die Zählzeit 1 und. Und so hast du schon eine komplett anders klingende Zweitaktphrase. Der Groove klingt mehr zusammengeschweißt. Deine Grooves klingen nicht so danach, als würdest du Groove 1 spielen, dann danach Groove 2 dran klatschen oder dran kleben, danach Groove 3 und Groove 4 und so weiter. Du kriegst generell etwas mehr Bewegung in dein Groove-Spiel herein. Du kannst viel coolere Spannungsbögen aufbauen. In der Musik funktioniert ja generell alles mit Spannungsbögen. Wie langweilig wäre es denn, wenn jeder Downbeat, also jeder Anfang eines neuen Taktes, immer gleich betont werden würde. Die Übungen, die ich dir jetzt zeigen werde, sollen einfach dein musikalisches Vokabular erweitern. Die ersten 4 Übungen sind Zweitaktphrasen und die letzten 3 Übungen sind längere Phrasen, Viertaktphrasen. Ich spiele dir auch hier wieder jede Übung 4-mal am Stück vor, in 3 unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sodass du auch mit mir zusammen üben kannst, wenn du dir dieses Video anschaust. Ohne groß weiteres Rumgerede geht's jetzt direkt zur Sache und da wünsche ich dir viel Spaß bei.